Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team, Spiel Nummer 3 diese Woche, jawohl. Die nächste Partie steht an. Wir haben einen Sieg bisher eingefahren diese Woche. Hatten am Montag ein Spiel, wo ich sage, dass wir da als Verlierer rausgehen. Die Schuld lag nicht bei uns und bei keinem unserer Spieler. Vielleicht in dem Moment bei der KI von unseren Spielern, aber ansonsten nicht, weil wenn man das Spiel dann gestern gesehen hat gegen den Gegner, der stärker ist als wir, auf einmal geht's problemlos. Und davor, ja, das ist wie gesagt, das ist das, wo ich sage, du spielst gegen einen schlechteren Gegner, der wird gepusht bis zum geht nicht mehr. HC Aitoniemi, Pixari. Was ist das denn für ein Trikot? Das ist vorne weiß, super, Weltklasse. Absolut hirnfrei, sorry. Absolut, ja, weil man sieht ein bisschen was, aber. Das Prinzip Auswärtstrikot, Heimtrikot. Schönes Tor von Nylander. War halt auch schön von Campbell und Dobson gemacht. Wirklich gewartet, bis sie sich sortiert haben. Dann kam ein Pass und sofort, zack, der Schuss. Nylander fälscht ab, Markström ohne Chance. Das war wirklich jetzt auf dieses Ding ausgelegt, dass die zwei Verteidiger das ausspielen und vorne einer steht, der die Kelle so hinhält, dass es passt. Nylander, sechster Treffer, vorbei an Seth Jones. Jetzt geht die Jagd für ihn auf Hughes und Campbell los. Ah, gut gemacht von unserem Gegner. Barkov gut dazwischen. Barkov kommt bei Fox nicht mehr dazwischen. Hughes auch nicht. Stamkos. Face-off, das ist Taylor Heisey. Zu leicht gestört. Dobson. Bitte Eingriff in die Szene verweigert, da bin ich kein Fan von. Na, Campbell. Johnny Campbell. Scheibe wieder in unserem Besitz. McKinnon. Auf der anderen Seite. McKinnon. Tor! Und es ist so schön abgefälscht. Der wäre drin gewesen, so oder so mit Seagrass. Aber der haut ihn so schön zwischen Markströms Bein durch. McKinnon 2-0. Schön gemacht. Wirklich, wirklich schön gemacht. Hier stupst die Scheibe in unsere Richtung. Es war Glück für uns. Und dann haben wir sau viel Glück, dass der Gegner die Scheibe wirklich so abfälscht, dass Markström keine Chance hat hinzukommen. Boah, 2-0. Bitte genauso weitermachen. Nicht so. Weiß auch schon nicht, wieder nicht, warum Lidström hinten so weit einrutscht. Penny überläuft den ersten Verteidiger. Gefälscht abseits.
beide raus, glaube ich. Benier und Josi. Jawohl. Das ist vielleicht genau das, was wir jetzt brauchen. Das war nicht schlecht gemacht von Benier. So, oh, Zucker gespielt. Oh, ist das Zucker gewesen. Das war ja wundervollst von Hughes und Nylander gerade. Huiuiuiui. Das war ja wundervollst gespielt. Von den beiden. Och, war das war... Junge. Selten gesehen, dass jemand so frech ist. By the way, ganz schlau gezogene Strafe von Benier. Muss ich jetzt einmal so sagen. So, hier, Hughes davor schon, beziehungsweise Nylander. Dreht ab, geht nochmal rein. Sieht jetzt, okay, shit, ich könnte es machen, geht zurück. Pokecheck in die Ecke. Hughes geht nach, zieht zwei Verteidiger mit. Und Nylander da drüben komplett alleine. So, und jetzt überlege ich, auf den Schuss zu gehen. Nee, denke mir, nee, ich passe. Schiebt die Scheibe quer, Hughes mit dem Schuss. Ich habe keine Ahnung, wie er reingeht. Pech für Markström. Aber die zwei da vorne gerade, boah, das war Respekt. Großer Respekt. So, aber wie gesagt, spielentscheidende Szene. War jemand anderes. Ich glaube, ich überlege gerade ein zweites Spiel dran zu hängen. Weil uns, wie gesagt, noch ein paar Punkte fehlen. Aber Ausgang dieser Szene, muss ich sagen, großer Respekt für Benier. Ganz, ganz großer Respekt, weil diese Aktion, die er hier macht, war ganz schlau. Es war nichts. Der Schuss von Josi kam, er stellt sich daneben und jetzt will ich, warte mal, es ist Josi. Es ist sein Nummer 1 Verteidiger. Ziehen wir ihn raus. Ziehen wir ihn doch einfach mal raus. So, nächstes Spiel. Hängen wir gleich hinten dran. Auf geht's. Wurscht, Moment, rauskommen. Stimme komplett weg. Einfach hoffen, dass wir den Gegner finden. Und wenn wir ihn haben, jawohl, Hammer. Columbus Blue Jackets. Muy cool. Wie gesagt, es ist einfach die Punkte mitnehmen, wenn es jetzt nur 180 wären, theoretisch. Einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Wir haben sowieso schon 177 in der Folge mitgenommen. 180 oben drauf. Es sind 950, das wären volle Punktzahl für ein Spiel. Die können wir mal gebrauchen. Dobson, Markström. Parkov passt nicht auf. Das sind die Sachen, wo ich sage, ja, da muss er. Ein Kaprizov, scheiße. Boah, gut gemacht. Barkov. Boah, Berg, das war nicht geplant.
Ja, schön hinten reingespielt. Barkov mit dem ersten Treffer. Und somit nehmen wir schon mal mehr Punkte mit, als in einem Spiel möglich gewesen wären. Er trifft, Barkov trifft. Es ist eine andere erste Reihe. Es fehlt ein bisschen Tempo von der Spielaufmachung her, die Giroud mitbringt in diese zweite Reihe. Das ist mir klar. Mir ist auch klar, dass ein Giroud niemals den Rest ersetzen kann. Mir ist bewusst, dass ein Kucherov kein McDavid ist. Also das sind Sachen, die müssen uns klar sein, die müssen wir verstehen. Und wenn wir das verstehen, dann lässt sich auch das Spiel vielleicht ein bisschen anders aufbauen. Wir müssen halt auf die neuen Spielertypen eingehen, sprich Nylander und Barkov. Beide brauchen verschiedene Sachen, um einen erfolgreichen Angriff aufzubauen. Das muss berücksichtigt werden. Wenn wir das machen, können wir erfolgreich sein. Es kommt nicht hin. Okay, dann ab durch die Mitte, Niederreiter. Schade. Na, McAvoy. Problemlos wieder hinkommt gegen McKinnon. Wichtig. Der Schubser von Lidström. Bitte zu spät. Pettersen. Oh. Pettersen. Stark. Das muss man schon sagen. Pettersen bewirbt sich da schon für eine Stelle weiter vorne. Es wäre schön gewesen, wenn der Pass von Bedard angekommen wäre. Alexander Barkov macht das Tor. Alle anderen Sachen jetzt schön hinten abgefangen. Da hat Marx schon keine Chance gehabt. Und Barkov hat aber auch Glück, dass er die Scheibe so schön durchfliegt. Schön zusammengespielt mit Hughes. Dann haben wir Glück, dass wir gegen die Jackets führen. Stiefel weiterspielen, hoffen, dass es genauso weitergeht. Statistiken gerade gesehen habe, 6-7. War, glaube ich, relativ ausgeglichen. Seine Zeit in der Offensive dürfte länger gewesen sein. Aber das ist okay. Bin gespannt, wie er jetzt umstellt. Ich habe das Gefühl, dass er umstellt. Macht man sofort die Passoption zunichte. Schade, schade. Nylander, Dobson. Gefälscht von Barkov, Maka.
ein Spieler schon wechseln gewesen. Oh. Na, natürlich, wer auch sonst? Mr. Glitch himself. Schade. Aber nicht aufgeben. Game ist noch nicht vorbei. Heisi, 2-1. Jawohl, Taylor Heisi. Ich liebe dieses Mädchen. Unfassbar. Jeder hat mir gesagt, ah, du musst Heisi rausnehmen, Polar und die Rikoski auch raus. Wie soll ich sie denn rausnehmen? 3 Spiele, 3 Tore. Ich kann sie nicht rausnehmen. Es geht nicht. Taylor Heisi ist unfassbar wertvoll für uns. Weil sie so Tore macht, wie gestern, wo du eigentlich sagst, hey, pass auf, da hat sie eigentlich gar keine Chance. Aber sie, zack, macht sie, weißt du? Jones ist abgefälscht. Gut abgefälscht. Süß. Geht tief, da kommt Crosby. Natürlich. Terra. Sieben Sekunden. Schade, Benje. Boah, das wäre eine gute Chance gewesen, wenn ich da vielleicht 2 Sekunden mehr Zeit gehabt hätte. Uff. Berg. Momentumwechsel. Ist das, wo die Scheibe hinten freigibt? Aus der Situation ist das Tor geworden. 11, 13 Schüsse. Ach, das ist vollkommen okay. Jetzt noch mehr Schüsse. Wieder 3 Minuten Zeit in der Offensive. Theoretisch wieder Spiel auf ein Tor. Also Führung geht vollkommen in Ordnung. 2-1 für unsere Jungs. Campbell. Hughes. Boah. Gefälscht, schade. Lauf. Schade, Nylander. Giro.
shit, ich dachte nicht, dass ich da durchkomme, ehrlich nicht. Sie schafft es nicht, den Schläger schnell genug nach hinten durchzuziehen. Ja, wollte gerade sagen. Ja, Campbell. Ist okay, es ist Zeit zum Durchatmen. Javi. Blockt. In 30 Sekunden. Sechs Sekunden. Sieg! Jawohl! Starkes Spiel. Starkes Spiel. Und es sind ein paar Pünktchen. 680 Punkte, die wir nochmal mehr mitnehmen, als wir eigentlich mitgenommen hätten heute. Und es ist Sieg Nummer 3 in Folge. Ehrlich, ich bin gerade sehr zufrieden. Und wieder entscheidende Torschützin, Taylor Heisey. Und das ist genau das, was ich sage. Ich verstehe nicht, warum ich sie rausnehmen sollte. Ja, er hat 7 Schüsse mehr als wir. Ein Drittel mehr Schüsse als wir. Muss es aber sagen, 5-31, 12-15, 8-3 Bullies. Spricht halt was komplett anderes. Und da muss ich sagen, ist auch komplett okay, dass sie hier verliert. Auch wenn sie am Ende hier hinten drin gestanden sind und versucht haben zu verteidigen. Das Tor von Barzal war Glück. So, aber wieder muss ich sagen, Taylor Heisey, sie ist und bleibt Gold für uns. Und diese Karte bleibt, muss ich sagen, eine der besten Karten, glaube ich, die wir je hatten im Ultimate Team. Klasse Treffer, wirklich klasse Treffer. Tut mir leid für Benje, dass er jetzt hier nicht das Thumbnail der Folge wird. Aber ja, Benje und Heisi, Helden der Folge heute. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao und V.